Hallo, hallo, hier ist Muffel1972 von MFG. Heute unterwegs im Chieftain MK6 und wir fahren mal hier auf dieser Karte links nach oben. Das ist auch immer der bevorzugte Weg. Hier ist nichts anderes eigentlich sinnvoll, gerade im Random-Gefecht. In einem Turnier, Clan War, kann man da sicherlich nochmal was anderes machen, aber dann braucht es gute koordinierte Angriffe auch. Wir schauen mal, was so geht. Wir sind ganz gut aufgestellt. Doppelwaffenträger im Gegnerteam. Schauen wir mal. Ja, das ist schon mal gut gelaufen. Gleich eine 700er Schelle gekassiert vom WZ. Noch eine 348er hinterher. Unser Badchat macht es genau richtig. YOLO in den Gegner. Ich will da jetzt ein bisschen helfen und fahre ein bisschen unorthodox hoch. Aber nicht möglich. Ich muss jetzt auch wieder weg, bin aufgegangen. Keine Chance. Und die ist jetzt One-Hit da, die Badchat. Und das alles für einen mickrigen Schuss in den Gegner rein. So, Badchat ist History, das war völlig klar. Ja, wir sind jetzt hier zu dritt in der Kuhle. Der IS-4 müsste jetzt mal vernünftig zurückfahren. Das könnte er ja während seines Reloads und mich schießen lassen. Also so macht man es eben nicht. Klemme mich hier irgendwo dazwischen. Habe ich ihn gerammt, das war nicht so meine Absicht. Gut. Ja, das ist APCR extra mit 420 Alpha und macht eine 345. Es läuft. Ich weiß auch nicht. Ich glaube auch, dass der Chieftain extra viele Low Rolls macht. So, wir kriegen jetzt langsam schon Ärger von hinten. Da. Schön. Also jetzt hilft nur noch vorne ran. So, jetzt die IS-4 hier. Die macht natürlich Sorgen. Ich habe hinten ja auch immer noch was. Die nimmt Heat. Das ist die gute Nachricht. Und ich kann jetzt nicht so weit wegen dem E100 nach vorne. Ich muss wieder Rückwärtsgang einlegen. Ja. 419, das ist fair. So, und jetzt muss ich wieder Rückwärtsgang einlegen. Und wir haben ja noch eine ziemlich Full HP IS-4, die kann das mal machen. Nee, kann sie nicht. Ich krieg die Kanone auch nicht runter. Also, wir haben noch ganz andere Probleme da oben. Da kümmere ich mich jetzt erstmal drum. Ich hoffe, dass unsere IS-4 das da regelt. Vor allem von oben runterschießen. Also, das sollte ja eigentlich klappen. Schauen wir mal. Ich hebe mir mehr oder weniger Two-Hit für alles. Für manche sogar One-Hit. Dreihundertsiebenundfünfzig, wieder Low Roll. Das war schlecht geaimt von mir. Jetzt habe ich Angst, dass er rumgefahren kommt und mich macht. Ist aber so nicht, okay. Und er schießt daneben. What a lucky day. Da hätte das Gefecht zu Ende sein können. Jetzt nutze ich den ganzen Schwung von meiner Büchse. Fahre an ihm vorbei. Ja. Er interessiert sich nicht mehr für mich, das ist auch gut. Adrenalin rein. Ich krieg von hinten nochmal einen. Schon wieder Glück gehabt. Das hätte auch das Ende sein können, wenn der HE genommen hätte. Nicht eine AP. Jetzt will ich die IS-4 da erstmal machen. Der weiß gar nicht, dass ich komme. Der sieht mich nämlich nicht. Ist die gute Nachricht dazu. Der guckt auch nicht zu mir.
Und der Waffenträger wurde auch gemacht. Ja. 5000, vier Abschüsse. Leider nicht ganz für ein M gereicht. Naja, kann man auch nicht immer haben. 16 Schuss, 15 Treffer, 15 Durchschläge, 2275 und 69.000 plus gemacht. Jo, das war's. Ciao.